Verehrte liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Monat Juni ist von der Heiligen Kirche dem heiligsten Herzen Jesu geweiht. Wenn die Menschen hören Herz, dann denken sie an Liebe und an Verliebtsein. Auch der gesunde junge Mann, der Priester werden will, denkt daran. Er spürt die Kraft der Schönheit, wenn er ein hübsches Mädchen sieht. Bei mir war es auch so. Ich glaube, ich hatte und habe ein höchst erhabenes und beseligendes Bild des, wie man so sagt, ewig Weiblichen in unvergleichlicher Reinheit und Schönheit und Anmut. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie Dante seine verehrte Beatrice ritterlich behandelte. Ich bin 2-3 Jahre vor meiner Priesterweihe zu einem Einsiedlerpriester in der Nähe von Altötting gegangen und habe zu ihm gesagt, es gibt so schöne Mädchen. Da hat mir der Einsiedlerpriester geantwortet, sie müssen sich in Jesus verlieben. Es ist etwas Übernatürliches um die Liebe zu Jesus. Die Ehelosigkeit des Priesters ist ein Wunder. Der Herr sagt es selber, es gibt welche, die ehelos sind um des Himmelreiches willen. Und nun kommt es, wer es fassen kann, der fasse es. So wird der Zölibat zur reinsten Liebesgeschichte mit Jesus. Eine Liebesgeschichte mit Taborwonnen und Ölbergsleiden. Der Zölibat ist nicht eine Verklemmung, nicht eine Unterdrückung des Geschlechtlichen, sondern eine Überhöhung. Die Schönheit eines Mädchens mag noch so bezaubernd sein. Sie ist etwas Vergängliches, etwas Geschöpfliches. Sie ist Abbild. Das Urbild ist in Gott selbst. Und so wie das Urbild das Abbild unendlich übertrifft, so auch die ungeschaffene Schönheit die geschaffene Schönheit. Und so sage ich mir, Jesus, du bist noch unvergleichlich viel schöner als dieses Mägdelein. Darin liegt aber auch ein starker Verzicht, der Verzicht auf die Wonne im jetzigen Augenblick. Wir leben hier im Lande der Schatten. Dort sind die unendlichen Horizonte hinreißender Schönheit, gegen die eine Miss Germany oder eine Miss Austria oder eine Miss World nur Staub sind. Deshalb beten wir in der Herz-Jesu-Litanei, Heiligstes Herz-Jesu von unendlicher Majestät. Und wir könnten auch beten, Heiligstes Herz-Jesu von unendlicher Schönheit, erbarme dich unser.